Hallo liebe Leute und willkommen zurück zum Finale hier von Let's Play Toromon Insane. Wir haben uns das letzte Mal bereit gemacht. Ich habe, um ehrlich zu sein, viel rumprobiert, habe aber mich dazu entschieden, dass ich doch einfach dieses Team beibelasse. Im Grunde könnte ich Efsakuya einfach rausschmeißen. Die Charaktere, die ich hier brauche, sind eigentlich nur Marissa, Midi, Knacki und Kero. Chuck habe ich, glaube ich, sogar auch einmal verwendet. Also, Chuck ist auch nicht so unnötig. Er hat Schaden gemacht, aber nicht wirklich so viel Schaden. Er war hauptsächlich nur schnell. Einfach nur schnell. Gut, wir legen einfach los. Es gibt einen Grund, wieso ich die ganzen Gespräche nicht gezeigt habe. Es ist für die Leute, die selber spielen wollen, brauchen auch einen Witz. Ein bisschen. Gut, wie dem auch sei, ich habe meine Safe-States. Ja, meine Safe-States habe ich. Somit können wir loslegen. Die Top 4 können beginnen. Mit Numero 1. Welcome to the Hakurei Shrine. I am Alice, the creator of modern puppets. No one can stand against my power. Sorry for ending your journey here. Once we are battling, you will beg me for mercy. Ha ha ha. Are you ready? Spell battle. Gut, und ich habe jetzt gar nicht gezeigt, wen ich in den Vordergrund schmeiße. Denkt euch jetzt nicht, wie ich jetzt so reinkomme, sondern wie es nach dem jeweiligen Safe State aussieht, den ich geladen habe. Aber ich glaube, Kero ist eh richtig. Ich lade den ersten Safe State. Bin also hier schon hochgepusht komplett. Und ich glaube, hier kann ich eh direkt Surfer einsetzen. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht ausgewählt. Ja, Struggle. Einfach weiterhin Surfer probieren. Sollte es sich irgendwann rentieren, dass das funktioniert. Und zwar jetzt. Dann haben wir Manusuke. Nein, wechseln wir nicht. Musik ist zwar cool, aber ich sage mal, es ist noch nicht das beste Stück, was ihr hören werdet. Innerhalb dieses Parts werdet ihr wirklich sehr gute Stücke hören. Und bei einem werde ich sogar mal ganz kurz still sein, also wahrscheinlich sogar ein bisschen länger still sein. Manusuke war, glaube ich, Gestein oder Boden, eines von beiden. Ich weiß es nicht, Boden war er definitiv wahrscheinlich. Gut, Dark Last Word Utsuho. Das, und da muss ich euch wirklich sagen, passt auf, dass ihr schnell genug seid. Und dass ihr trefft, natürlich. Sonst passiert nämlich genau das hier. Das wollen wir eben nicht. Gut, also daher probieren wir nochmal Surfer. Daher habe ich mir ja die Safety jetzt alle gemacht. Safe-Status. Damit ich solche Probleme jetzt noch nicht mehr habe. Im Grunde ist ja alles schon vorbereitet und ich brauche nur noch die Dinge ausführen. Weil ich habe meine Safety jetzt für jeden Kampf schon fertig. So, Manusuke erledigt. Dark Last wurde zu hoch. Da hauen wir einfach ganz schlicht und direkt Mishaguchi rein. Das erledigt sie definitiv. Dann haben wir Horai. Horai. Surfer. Horai hat Surfer überlebt. Erdquake? Das zieht dir noch weniger ab. Was habe ich dich da niedergestreckt? Ist ja egal, eigentlich. Hau ich hier jetzt einmal Mishaguchi rein. Wenig Schaden, weil nicht volles Leben. Gut, dann heile ich mich halt komplett. Das bringt mich ein bisschen aus dem Konzept. Aber das sollte auch nicht wirklich viel ausrichten. Sie ist ja nicht so stark. So, nochmal Mishaguchi. So. Das hat wehgetan. Ich hoffe, das hast du bemerkt. Und Surfer. Alice. Erdquake. Das war, glaube ich, nicht sehr effektiv, aber trotzdem. Ja. Stylisch nicht sehr effektiv und trotzdem erledigt. Und bei dir war es aber wieder effektiv, deswegen kann ich wieder Surfer einsetzen. Aber du hast das überlebt. Ist ja im Grunde egal, wenn ich ehrlich sein soll, weil wegen. Das werdet ihr jetzt eh gleich sehen. Zuerst habe ich hier mal Flash rein. Ist egal, ob ich jetzt ausschaue nach dem Kampf, weil, wie gesagt, ich habe die nächsten Safe State schon bereit, griffbereit. Toll. Ich weiß schon, wie ich das jetzt angehe. Ich haue einfach Marissa raus. Und haue einfach mal Master Spark rein. Und das hat sich wenig gebracht. Wieso?
Chuck. Tut mir leid, Chuck. So. Und da du dich vielleicht trotzdem hochheilen wirst, dann. Gut. Glück gehabt. So sieht das jetzt aus. Things shouldn't be this way. I didn't expect that. You still have more masters ahead. I was just a taste of it. Keep going. Na gut. Ich gehe jetzt noch das Stückchen weiter. Ignoriert den Fakt, dass ich jetzt halb tot bin. Stellt euch vor, ich bin wieder voll geheilt mit allem drum und dran. Ich mache aber jetzt aber mal trotzdem noch einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Nun gut, Sanae. I am Sanae, one of the Grand Masters. Gods have blessed us with their grace and power, so we always wanted to repay them. So do I, but I believe the best way to say thanks is praying. Shorty, do gods answer to your prayers? Because they answer mines. Und ja, das ist ein Bug, das sollte normalerweise nach dem ersten Kampf schon drinnen sein. Ist aber leider ein Bug, deswegen haben wir jetzt Alice nochmal gesehen, obwohl es so neu ist. Gut, da bei mir jetzt eh nur Schrott rauskommt, ignoriert diesen Schrott, habe ich wen diesmal hochgebaut? Midi! Und zwar, es ist immer noch derselbe Kampf, es ist keiner gestorben, es ist nur ein Wechsel vorhanden gewesen und deshalb bin ich jetzt hier mit Midi gegen eine S-Tenko und hau einfach einmal stumpf mit Steel Fist rein. Ich beschleunige das Ganze etwas, weil es soll jetzt ein bisschen schneller vonstatten gehen. Zariel habe ich, glaube ich, auch immer nur dasselbe reingeschmissen. Alles nur Steel Fist, das sollte reichen. Kongala, Steel Fist. Sollte reichen. Ich glaube nur bei Darklass wird Sanae was anderes. Ja, auch Lumia, Steel Fist. Ich glaube zumindest, dass das das war. Ja, das hat auch gereicht. War auch beautiful. Kanako. Kanako, Erdquake. Und Dark Last Word Sanae habe ich gecross-chopped, wenn ich mich nicht recht irre. War das das? Das war's. Gut. Und somit haben wir Sanae erledigt. Why? How could I lose? I see. They listen to you as well. Good luck. So, und so geht's auch weiter und jetzt schauen wir auch ein bisschen anders aus. Jetzt sind wir alle wieder voll geheilt. Einfach knack über vorne und zur Information. Er hat gut tanken können bei Kongala. Nur durch zu viel Fleisch war dann ein Wechsel vorhanden und dadurch habe ich auch Midi reingewechselt. Gut, als nächstes haben wir Remu Hakurei. I'm Remu, Guardian of the Hakurei Shrine. I hear you saved Gensokyo from dark forces. I'll thank you for that, Shorty. And do not worry about Wobble. She has been banished from the Hakurei Shrine already. She won't fulfill Hina's ambition. So let's do what you were supposed to come for. Shorty, get ready. Spell battle. Und ja, jetzt seht ihr halt Sanae anstatt Remu. So sieht der Kampf halt aus. Beginnt mit Layla, die sich wohlgemerkt sehr schön selbst schwächt durch, was war das? Psychosis? Ich glaube, es war Psychosis. Schauen wir einfach mal nach. Ich habe Kero wieder vorne. Nur Kero hat in dem Fall, glaube ich, relativ wenig gehabt, ja. Surfer sollte hier noch reichen. Kikuri, da habe ich, glaube ich, Erdquake zweimal gespammt. Oder einmal durch den Crit, das geht auch. Darklass wird Marissa. Aus dem Grund habe ich auch Kero vorgeschmissen. Noch einmal Erdquake. Earthquake. Was natürlich auch sehr effektiv ist. Darklast wird Emilia. Und da habe ich mir, glaube ich, gedacht, mache ich Mishoguchi, genau. Einfach nur, weil Sicherheit. Das ist stylisch. Darklast wird Remu. Noch einmal Mishoguchi. Ist mir sowas von egal. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe direkt im Anschluss zu diesem Kampf ein... Ich weiß jetzt nicht mehr, Top Ether heißt das, glaube ich. Beziehungsweise, was auch immer alles heilt. Das habe ich auf jeden Fall verwendet. Nein, da wechsle ich auch nicht. Da haue ich aber auch kein Mishoguchi als erstes rein. Da haue ich Toxic rein. Weil, und das hat einen besonderen Grund, die ist einfach zu robust. Aus dem Grund mit Toxin ankratzen, selbst immer wieder hochheilen. Und einfach Geduld haben. So lange, bis man wirklich Mishoguchi einsetzen kann. Dann kann ich halt Midi mal hochheilen, auch wenn es keinen wirklichen Sinn hat.
So. Jetzt kann ich mich noch hochheilen. Habt da etwas Geduld in diesen Kämpfen. Ihr müsst euch nämlich immer hochpowern und das habe ich eben durch diese Save States übersprungen. Somit funktioniert das Ganze auch recht angenehm und entspannsam. So, jetzt hat das funktioniert. Sehr schön. Wir haben Remu besiegt. Oh my! You're something special, child. That was great, Shorty. You still have to face two more battles to conquer the shrine. But there's more. There's more. Somit haben wir unseren nächsten Konkurrenten. Die da wäre... Hey, it's Shorty. You know who I am? Nein. No? Oh crap, I thought you would know. I'm Maritza Kirisame, Prodigy Witch. Yes, yes, I know I'm awesome. So, you came to challenge me, ze? Das hab ich jetzt absichtlich gemacht. Well, I have no problem with that. But you see, I'm quite bored. So this will be quite intense. What do you say? Ready to lose? Ready, set, go! Spell Battle! Ja, auch wieder Bug, wissen wir schon. Maritza, wen habe ich hier genommen? Und ich habe euch gesagt, ich habe sie komplett hochgeheilt. Vorteilhaft hier ist einfach... das war Kampf Nummer 4, genau. Vorteilhaft ist hier Kero, aus dem Grund wegen Master Spark. Douglas Bird Raisin haut sich generell sehr stark runter mit allem, was sie hat. Sie hat einmal Overheat... einmal Master Spark, einmal Psychosis und Aura Beam. Aura Beam ist das einzige, was ihre Special Attack nicht runterhaut. Daher, Kero Vorhand kann man wunderbar hochbuffen. Und so hat das auch gut funktioniert. An dieser Stelle mache ich noch einen kurzen Cut und dann geht's gleich weiter. Gut, und da habe ich jetzt wieder alles voll, wie ich es eben schon erwähnt hatte. An dieser Stelle habe ich, glaube ich, auch Toxic reingeschmissen, weil ich sie nicht one-hitten konnte. Was aber an dieser Stelle nicht wirklich viel ausmacht. Sie hat durch Toxin einmal was abgezogen, einmal Surfer und dann zieht Toxin noch einmal was ab, wenn sie es überleben würde. Hat sie aber in diesem Fall zum Glück eh nicht. Dann haben wir wieder Horai. Da haben wir uns doch schon einmal gespielt. Da habe ich, glaube ich, zweimal Surfer eingesetzt. Oder ein Critical. Shanghai, die, glaube ich, eh durch einen Surfer schon verreckt ist. Ja. Eine Esmarissa. Da wollte ich es nicht riskieren. Mishaguchi. Ich weiß nicht, ob Erdbeben überhaupt treffen kann. Mishaguchi trifft aber. Eine Harumia. Da war eigentlich Stahl wieder was sehr Effektives. Ja, ich hau einmal Surfer rein. Dann werden wir es ja eh sehen. Special Defense ist runter. Den kümmert's. So, und dann haben wir noch eine Estenchi. Surfer. Erdquark. An dieser Stelle wird sie sich aber, glaube ich, hochheilen und das werde ich auch machen. Allein aus Prinzip, weil ich jetzt Mishaguchi reinhaue. Das erledigt sie. Definitiv. Bin ich mir ziemlich sicher. Na, sage ich's. Mishaguchi. Und somit haben wir Maritza erledigt. That's it. I hate to admit it. But you are a puppet's master. Okay. What the hell, man? This is incredible! You're the first one to ever defeat the great Maritza. So now you're the ultimatum. Or not quite. You still have to defeat one more. She's been the ultimatum for quite a long time. Her name is Yakumo Yukari. She's the real deal. Good luck, Shorty. Hui. Somit begeben wir uns zum finalen Schritt. Yukari. Hey! Shorty, I wanted to meet you for quite a while now. I watched you save Genzoku, and you did it while taking it easy. You earned the right to be here, Shorty. Sorry, Shorty, I forgot to introduce myself. I'm the Gap Master, Yakumo Yukari. I currently lead the Grand Masters. I'm the strongest puppeteer in Genzoku. Shorty, get ready for your final test. Spell Battle! Ich krieg jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur an die Musik denke. Jetzt erkennt man es noch nicht so ganz gut, aber ich kann euch jetzt schon sagen, es ist Necrophantasia. Und es kommt sehr schön rüber. Deswegen warte ich, bis der Teil einmal vorgekommen ist.
Und dann spiele ich erst weiter. Beziehungsweise... Nein, ich warte noch. Das ist unser fünfter Kampf übrigens. Jetzt soll es eh gleich kommen. Genau. Einfach nur herrlich. Und an dieser Stelle geht es hier mit Knacki weiter. Habe ich da schon dreimal drauf? Okay, gut, dann kann ich nochmal laden. Dann kommt einfach nur Aqua Blast, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, gut. Eine S-Flandre. Habe ich dich auch, glaube ich, mit Aqua Blast gewonnen-hittet. Dark Last Word Marissa. Ich glaube, da hatte ich nur Glück, dass ich es geschafft habe. Aus dem Grund mache ich mir jetzt einen weiteren Safe State. Ja, den mache ich mir, damit ich einfach schauen kann, dass es wirklich hundertprozentig funktioniert. Genau das habe ich mir nämlich gedacht und jetzt bin ich tot. Einfach nur hoffen, dass es ein Critical wird. Das ist alles, was ich jetzt machen kann. Beziehungsweise hoffen, dass er mich danach nicht nochmal trifft. Okay, er hat mich getroffen. Und da haben wir unseren Critical. Last Word Yukari. Da war es eindeutig, was ich gemacht habe. Das war Shadow Ball. Das ist nämlich sehr fiktiv. Eine Hasakuya. Mache ich auch nochmal in Sicherheit Safe State. Und zweimal Shadow Ball reinklatschen war das, glaube ich. Bitte friere mich nicht ein oder verreck. Nochmal Shadow Ball. Und als letztes eine S-Yomu. Ich glaube, hier war es auch Glück, dass ich hier einen One-Hit gelandet habe. Nein, das war kein Glück. Das war nämlich sehr effektiv. An einer S-Yomu, die, glaube ich, nur einmal hier vorkommt. Somit haben wir Yukari erledigt. I see. This is incredible. I can't believe I got to see someone becoming the next ultimatum. I'm blessed for this. Thanks, Shorty. Ja, und normalerweise in dieser Situation würde dann Professor Eich kommen. Und durch irgendeinen Bug drehe ich mich automatisch nach unten, was normalerweise nicht der Fall sein sollte, weil ich normalerweise noch immer nach vorne schauen sollte. Gut, an dieser Stelle mache ich einen kurzen Cut und dann geht's noch weiter. Ja, es geht noch weiter. I am indeed shocked, Shorty. It has been around 8 years since I saw the last ultimatum. Congratulations, Shorty. You worked hard for it, so here it is. Auf einmal kommt Professor Eich. Shorty! Nein, es ist nicht Eich, es ist Link. Was machst du hier, Link? So you've won. Sincerely congratulations. My voice is deeper now. You're the new Puppet Ultimatum. You've grown up so much since you first left with Jibby Marissa to work on the Toho Dex Org gave you. Shorty, you amazed me. Yukari, it's been a while. I rushed here when I heard Shorty was going to face you. But when I got here, you had already lost. Yukari, isn't this great? After all those years, someone finally managed to defeat you. You have done well. You never disappoint anyone. Hey, Shorty. I'm sorry, but this was kept in secret. Yukari isn't the current ultimatum. Ba-bum-bum. 80 years ago, someone else made it into the Hakuri Shrine and defeated her. That person was incredibly strong and managed to protect Genzoku as well. Shorty. Und jetzt kommt. That person is me. Shorty, I'm the true ultimatum. It was me who conquered it before. If you want my title, face me. Und somit unser allerletzter Trainer, den wir besiegen müssen, ist
Link. Mit sehr, sehr bösem Gesicht, wie ich anmerken sollte. Und er beginnt natürlich mit seiner Dark Last Word Utsuro. Da war es natürlich schlecht, dass ich Knacki, also Knacki konnte ich gar nicht wechseln. In dem Sinne kann man ja gar nicht wechseln. Man muss unbedingt so weiterkämpfen, wie es ist, und es ist wirklich mühsam schwer. Ich konnte Flash nicht einmal einsetzen und schon kommt Aurabeam in die Fresse. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, mich zu fangen mit Marissa. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir legen einfach los. Mit Donnerblitz. Unser finaler Kampf. Eigentlich, ich muss sagen, er ist nicht wirklich schwer. Er lässt sich mit Marissa wirklich leicht verkloppen. Und ich schwitze wie Sau. Eine S-Flandre. Wie haben wir das bei ihr damals gemacht? Ja, Donnerblitz. Eine Dark Last Word Marie Emilia. Wie haben wir es bei ihr gemacht? Ja, mit Donnerblitz. Wie haben wir es bei Last Word Tenshi gemacht? Ja, wir haben gewechselt. Diesmal einfach Dragon Meteor rein. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber wir sind hier, wir kämpfen gegen das Ultimatum Link. Wir können alles mit Marissa. Eine Dark Last Word Raisin. Was haben wir da gemacht? Genau, Donnerblitz. Eine Dark Last Word Marissa. Was haben wir da gemacht? Irgendwas mit Mistborg. Wird schon funktionieren. Solange mich das nicht one-hittet, funktioniert es schon. Und somit war's das. Das waren alle Kämpfe, die wir beschreiten müssen, um dieses Spiel durchzuspielen. Marvelous, that proves it. You're the best. After all that work, you are really the new ultimatum. Shorty got 80,000 Pokédollar for winning. Yes! Auch wenn es mich nicht wirklich interessiert, dass ich das Geld habe. Und jetzt drehe ich mich nach rechts nochmal, so müsste ich mich... Egal. Amazing. You were able to defeat me as well. You're the new ultimatum. Never thought this would happen anytime soon. Shorty, you understand that your victory was proof of your pure skill. Your puppets acknowledge that you fought for that and fought for you. Jetzt weiß ich, was ich vorhin verlesen habe. Follow me, Shorty. Ja, an dieser Stelle mache ich wieder einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder gleich. Und wir folgen ihm einfach mal. Yeah. Ach ja. Congratulations, Shorty. This floor is the Hakurei Shrine. Here is where ancient gods rest and true heroes are recorded here. Their puppets are also recorded in the Shrine Hall. Shorty, you have worked hard to become the new Toho Ultimatum. Congratulations, Shorty. You are the Toho Puppet Play Ultimate Master. Und somit sehen wir uns einmal die Siegeshalle an. Wie schaut's denn aus mit unseren Toho und unserer Gruppe? Wie schaut das Gruppenbild aus? Knacki! Chuck! Midi! Einfach nur da! Marissa! Und Kero! Einfach nur da ist einfach in der Mitte vorne. New Ultimatum, congratulations! 212 Stunden und 29 Minuten. Jetzt könnte ich das einmal denken, dividiert durch, dividiert die Zeit durch 7, dann wisst ihr ungefähr, wie viele Stunden ich verbraucht habe in diesem Spiel. Nicht durch 7, das müssen wir durch weniger. Sagen wir durch 5 oder durch 4. Dann wisst ihr ungefähr, wie viel Zeit ich darin investiert habe. Was habe ich zu diesem Spiel zu sagen? Ja, jetzt trennt uns einfach hier noch Wobble weg. Anscheinend ist es doch nicht irgendwie vorbei. Vielleicht kommt noch irgendwas. Ich bin selber noch nicht darauf gekommen, was es hier noch als Postgame gibt. Es würde mich aber sehr interessieren.
Und da sehen wir Renko, Usami Renko und Maribel Han. Noch einmal schön in Pixel Art. Was mir sehr, sehr gefällt. Ach ja. So geht wieder ein weiteres Let's Play zu Ende. Wer hätte gedacht, dass das so schnell an sich vergehen kann? Ich hätte ehrlich selbst nicht damit gerechnet, dass ich dieses Projekt so kurz und dennoch, ich sage mal, unterhaltsam gestalten kann. Das Schwierige bei so einem, ich sage mal, zeitaufwendigen Let's Play ist es einfach nur, dass man die richtige Länge einfach mit drinnen behält. Ich habe nicht A, alles gezeigt, ich habe nicht B, okay, B-Inhalte da, das ist schlecht. Also A, ich habe nicht alles gezeigt. Yeah, Marissa. Mit... Oh Gott. Auf jeden Fall, das Spiel hat so einige Bugs, wie ihr alle schon gesehen habt. Diverse Dinge sind einfach nur durch Bugs ausgeschlossen worden aus dem Grundkonzept des ganzen Skripts. Das Ganze hätte man sich einfach nur ersparen können, indem man das Skript ein bisschen umschreibt. Aber ja, okay, ich gebe zu, das Skript umzuschreiben ist mühsam. Es ist jetzt nicht eine 2-Minuten-Arbeit oder so etwas, es ist eine Arbeit, einmal das so etwas zu finden. Das dauert. Und dann selber auch noch die Kenntnisse dazu haben, so etwas umzuschreiben. Ja, ich gebe es zu, es ist nicht leicht. Wie dem auch sei, was mir abgegangen ist in so einem Hack mit Renko und Maribel Han, ist einfach nur, dass mir Maribel Han als Konkurrent oder so, so etwas in der Art abgegangen ist. Dass nur Renko hier vorgekommen ist, ist ein bisschen seltsam gewesen, wie ihr auch gesehen habt, dass in Hakugyokuro, ich glaube das ja hier unten, Hakugyokuro da unten rechts, war nämlich Maribel Han als Sprite abgebildet, wenn ich in die Stadt ging und wenn ich rausging, war sie weg. Das fand ich relativ sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam sogar. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen, es ist wirklich schön gemacht worden. Eine schöne Umsetzung für einen schwierigen Toho-Hack, Toho-Fangame. Wow, Bug. Ach ja. So, ich habe euch noch versprochen, dass ich euch zusätzlich dann noch zeige, wo ich die ganzen Charaktere von Higurashi vorfinden kann. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. Beziehungsweise werde ich euch noch so kleine, lustige Dinge, nebenbei auch noch Anmerkungen oder so, zeigen, die mir aufgefallen sind innerhalb des Spiels. Werde euch aufklären über Dinge, wie es weiter... Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, ob es überhaupt noch weitergehen kann. Ich habe es nämlich in meinem vorherigen Spielstand probiert. Hat nicht funktioniert. Ich würde wirklich gern wissen von eurer Seite, ob ihr es einmal ausprobiert habt, ob es in diesem Hack wirklich möglich ist, irgendwie noch weiterzumachen, ein Postgame vorhanden ist. Ich bin grundsätzlich einfach nur happy, jetzt dieses Projekt hinter mir zu haben. Ja. Die Musik hört einfach auf. Das ist schlecht abgestimmt worden. Das hätte man umändern können. Und übrigens, das Haus dort links, wo ich die Anfangssachen geholt habe, das gehört Link. Das habe ich euch nie erwähnt. Habe ich nie erwähnt. Aber hier habt ihr es. The End. Hiermit verabschiede ich mich von euch. Aber unten links der Link zum Bonus, aka Special, der wahrscheinlich in ein paar Tagen folgen wird. Je nachdem, wie schnell ich das Video zusammengestellt habe. Wir sehen uns das nächste Mal bei meinem Projekt, was ich damals abgebrochen habe und wieder neu anfangen werde, beziehungsweise einfach weitermachen werde, wieder. Das da wäre The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich werde mal schauen, dass ich die ganzen Dateien noch vorhanden habe. Wenn nicht, muss ich es neu spielen. Das heißt, geduldet euch jetzt erst einmal. Das nächste Video wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ich werde schauen, dass ich Punch-Out währenddessen auch noch weiterführen kann und beenden kann. Und im Grunde, in Zukunft, ihr werdet sehen, was alles vorkommen wird. Ich spiele mich wieder mit dem Nintendo Entertainment System. Und ja, jetzt ist es Zeit zu gehen. Danke Leute fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen.
Schreibt mir noch irgendwas hin, was euch vielleicht aufgefallen ist, was euch gefehlt hat oder sonst irgendwas. Ich versuche es in den Bonus reinzuklatschen. Ansonsten danke Leute fürs Zusehen. Und wir sehen uns hoffentlich irgendwo anders wieder. Ciao Leute.